Der Zorn wird bei den Fuqaha eingeteilt in verschiedene Kategorien. Es gibt den normalen Zorn, also das heißt, der Mensch verfügt noch über seine geistige Kontrolle. Er weiß, was er tut und sagt und tut die Aussagen, die er aussagt und die Handlungen, die er praktiziert, aus freiem Willen. So eine Person, sämtliche Aussagen von ihm sind, die er in derartigem Zorn tut, für die wird er belangt. Wenn er seine Frau in diesem Fall scheidet, dreimal hintereinander, er sagt, du bist dreimal geschieden, er darf sie nicht mehr heiraten. Das hättest du vorher bedenken müssen. Wenn der Zorn aber so weit geht, dass er einem Geistesgestörten ähnelt, das heißt, er verliert Kontrolle über sich selbst, er beherrscht nicht mehr sein Selbst, er ist wie ein Betrunkener und Berauschter, der nicht mehr weiß, was er sagt und tut, das ist eine andere Sache. In diesem Fall wird er nicht belangt für seine Scheidung, die er in diesem Fall aussagt, oder für den Schwur, den er macht und derartiges, weil er ist geistesgestört. In diesem Moment ist er geistesgestört. Der Prophet sallallahu sagte: Rufi al-Qalam an thalatha. Der Qalam, der Stift, also das Schreibrohr, wurde von drei Menschen oder wird für drei Menschen aufgehoben. Und er nannte unter anderem den Al-Majnun, der Geistesgestörte, der nicht weiß, was er tut und sagt.